Wir können den Audio mal aufmotzen. Können wir wirklich machen. Driftzone, da brauche ich eigentlich einen anderen Wagen. Was, Schultern? Aber erst einmal hallo und willkommen zurück bei Need for Speed Payback. Hüterin. Hallo Racer, hier ist eure Hüterin. Auf seiner Jagd nach dem Outlaws Rush hat sich Ty mit Big Sister und ihrer Drag Racing Familie vom Riot Club angelegt. Racer, eure Hüterin kann das verbrannte Gummi bis hierher riechen. Die zwei Racer haben sich auf der Viertelmeile nichts geschenkt. Aber bei Sonnenuntergang war Ty zuerst im Ziel. Ty, Glückwunsch zu deinem Sieg. Wie es aussieht, hat dein Brother der Sister eine Lektion im Drag Racing erteilt. Vielleicht war sie ja gar nicht so groß. Tyler hat also eine neue große Schwester. Ich sollte eifersüchtig sein. Kaum Punkte. 8000 brauchen wir hier drin. Der Wagen ist echt nicht so toll. Kommt nicht aus dem Knick, driftet nicht gut. Ich mache zu wenig aus den Multiplikatoren. Und da sind wir schon durch mit weniger als der Hälfte. Toll. Immerhin über die Hälfte. Schreit da jemand. Ne, mit der Karre ist das nicht gut zu machen. Was sind wir da? Einiger Ausbruch, oder wie? Ja, ach, Aufbruch, okay. Wasser sieht komisch aus, oder? Mal gucken, Moment. Ist das Wasser? Ja, ist ja Wasser sein. Sieht echt komisch aus. Doch nicht so hübsch, das Spiel. Einiger Aufbruch. Zeitfahren. Oh, knapp drüber über empfohlen. Da Ramirez noch Gutes über dich zu sagen hatte, war deine Gönnerin, der Broker, dich mit einem weiteren Job zu betrauen. Bereit, dich mit einem weiteren Job zu betrauen. Hol ihren Kontakt in der Innenstadt ab und stell dich auf Schwierigkeiten ein. 210, das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Hab nicht geguckt, wie schnell der Wagen geht, aber mal gucken. Bist du Frau Ramirez? Okay, Partytime! Los geht's! Die Dani. Das ist der falsche Wagen, Miss. Wohl kaum, Jessica Miller. Und gib Gas, wir haben's nämlich eilig. Oh, ganz was Neues. Nimm keine direkte Route, wir müssen sie von der Spur abbringen. Alles klar. Was hat ihr denn angestellt, die Party-Troller? Bis die Cops ankommen? Noch nicht ankommen, bald kommen? Der Wagen ist so lahm. Scheiße. Vielleicht kriegen wir es ja ohne Nitro hin. Mal gucken. Jetzt geht's bergab. Gibt's einen Grund für die Eile? Meine Freundinnen glauben, ich putze mir im Bart die Nase. Aber ich habe einem der Leutnants das Handy geklaut. Das Haus schon wieder. Die Kerle sind echt überall. Irgendwas läuft da. Seit dieser Konvoi gekapert wurde, liegen die Nerven blank. Hey, Baby. Wie geht's, Süße? Dauert nur noch einen Moment. Bis gleich, BFF. Wer war das? Eine Freundin von dir? Nicht doch. Die Tussi ist total nervig. Ein Grund mehr, diese Tarnung aufzugeben. Was heißt BFF? Hä? Die muss doch Autogeräusche gehört haben. Nase gut in der Zeit, Miller. Drück weiter drauf. Nein, es biegt ab, der Arsch. 10 Sekunden bis zum nächsten Checkpoint. Was meinst du damit? Die Rennen sind nur ein Teil des Geschäfts. Das Haus hat irgendwas Größeres vor. Du meinst die Casinos? Unter anderem, ja. So wird zum Thema überlegen, gut in der Zeit. Ich soll den Wagen doch mal aufmotzen.
Ist das eigentlich ein Tattoo rechts oder ist das irgendwie verbrannt? Okay, Partytime, los geht's! Das ist der falsche Wagen, Miss. Sie nervt irgendwie. Camilla, und gib Gas, wir haben's nämlich eilig. Oh, ganz was Neues. So, jetzt kommt Höchstgeschwindigkeit. Oh, nein, das wird Zeit, zu viel Zeit gekostet haben. Das bisschen Nitro hat nicht geholfen. Das kann ich mir sparen. Das, was die Tussi schon erzählt hat, das erzählt die jetzt nicht nochmal. Okay. Boah, die Zeit wird wieder eng. Nicht gut. Zu wenig Zeit über. Es wird, glaube ich, wieder nichts. Ja, das wird nichts. Wir tun in den Wagen. Ich glaub's nicht. Ja, Wagen zu dünn. Obwohl ein Punkt drüber, aber ich fahre zu dünn. Mann, so weit oben. Alles nach hinten und dann finde ich mich wieder zurecht. Da wollen wir Jess gleich einen anderen Wagen holen? Finde ich dann nicht so berauschend. Weg da. Oh, genau vor uns stehen geblieben. Doof, Mann. Was ist das für ein cooles Auto? Moment, ich will es sehen. Mist, der 260. Ist ja. Bin ich ganz bei dir, Jess. So, die Ecke kenne ich schon gut. Hier finde ich mich zurecht. Schild noch mitgenommen, cool. So. Also braucht auf jeden Fall Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung. Steuergerät, wie viele Steuergeräte haben wir hier? Nur das eine. 16,5, so viel, Mann. 16.500. Wie viele Getriebe? 2, 3. Getriebe 6, 16 plus 5. Dass man hier nicht selbstständig umschalten kann. Das bringt Nitro, wir nehmen das hier hinten. Auch 15.000 Mann, Audi-Teile sind teuer. Block, wie viele Blöcke? Hier oben ist noch ein Turbo. Gibt sich jetzt nicht so viel. Aber es hat eine Farbe, von daher. Turbo zweimal ohne Farbe. Das ist ja echt dünn. Gibt sich auch nicht hier.
Turbo mit Farbe, aber schlechter. So viel Geld ausgegeben, so wenig dazu gewonnen. Das ist nicht gut. Mach ich doch noch was? Bremskraft, ja, bei dem schon eher, aber. Nitro wäre schon cool. Dann da aber Abzüge, dann hole ich mir noch den Kopf hier, würde ich sagen. Nitro mehr und den Kopf, ja, so machen wir's. Glatt 200. So viel Geld ausgegeben, so wenig gewonnen, gefühlt. Der Audi klingt jetzt nicht verkehrt, aber kommt nicht an zum Beispiel den RX-7, auch nicht an den Subaru ran, auch nicht an den Mustang. Aber der Sound ist bei dem Wagen wirklich noch somit das Beste. Nicht schlecht, schon gut, aber liegt halt auch hinter den anderen Autos, meinem Empfinden nach. Neue Angebote, schnell zurück. Ich glaube, hier langfahren ist doof. Was mir gerade einfällt. Stabilitätskontrolle. Nee, danke. Chassisverstärkung. Stark, wir halten mehr aus. Ich gehe mal mehr auf Leichtbau. Ich sollte mal die Handbremse ziehen. Lenkungsempfindlichkeit. Ich mach's mal so. Der Wagen, der kommt halt gar nicht aus der Knete. Fühlt sich schon mal nach mehr Wumms an, nach der Tunerei. Was ist da oben los? Ist so gewollt, dieses Bling-Bling? Siebentausend. Kriegen wir jetzt hoffentlich hin. Okay, Partytime, los geht's! Das, das klingt so doof. Willkommen, Jessica Miller, und gib Gas, wir haben's nämlich eilig. Oh, ganz was Neues. Die redet doch echt komisch. Nimm keine direkte Route, wir müssen sie von der Spur abbringen. Alles klar. Ach, jetzt kein Neustart, jetzt erzählt sie wohl wieder alles. Erzählt sie wohl wieder alles von vorne? Weiter so, Süße! Ja, alles von vorne. Na, wir schaffen es jetzt und dann erzählt sie. 210 jetzt schon ohne Nitro. Cool. Haben wir noch etwas Unterhaltung? Okay, gibt's einen Grund für die Eile? Meine Freundinnen glauben, ich pudere mir im Bad die Nase. Aber ich habe einem der Leutnants das Handy geklaut. Das Haus schon wieder, die Kerle sind echt überall. Irgendwas driftet jetzt auch besser. Seit dieser Konvoi gekapert wurde, liegen die Nerven blank. So langsam gefällt mir der Audi doch besser, weil er halt besser ist. Wie geht's, Süße? Aha. Dauert nur noch einen Moment. Bis gleich, BFF. Wer war das? Eine Freundin von dir? Nicht doch. Die Tussi ist total nervig. Ein Grund mehr, diese Tarnung aufzugeben. Wir liegen gut in der Zeit, Miller. Drück weiter drauf. BFF bei Fuck Friend. Du sagtest, da läuft irgendwas. Was meinst du damit? Die Rennen sind nur ein Teil des Geschäfts. Das Haus hat irgendwas Größeres vor. Du meinst die Casinos? Unter anderem, ja. Ja, so weit waren wir noch nie. Oh, vier Autos ineinander. Oh, eine Mauer. Du bist schnell. Kann ich dich anrufen, wenn ich mal wieder zum Flughafen muss? Nein. Kostet aber das Zehnfache, dann vielleicht doch. Siebenhundert Meter noch. Oh, oh. Gut gemacht, Miller. Oh, oh. Nicht gut. 9 Sekunden. Ich glaube, das wird nichts. Wobei, Checkpoint. Ziel, 4 Sekunden, das schaffen wir. Nicht auf Zeit gegangen, mehr auf Reifenqualm. Du bist so crazy, Miller. Mhm.
Oh, hast es geschafft, gerade so. 2,9 und... Na, 2,40. Was Besseres, ne? Auswurfbeschleunigung, Amerikaner. Ja, einbauen. So, bitteschön. Rock on, babe! Mhm. Basislieferung. Also, ich schätze euer Konvoi-Job für Weir war nicht nur Glück. Ich habe bald noch einen Auftrag für dich, Miller. Du hörst von mir. Wie sie redet. Als ob sie irgendwas mit uns vorhat. Wie läuft der Job? Keine Ahnung, was abgeht, aber ich steck knietief in irgendwelchem Spionagemist. Wow, wirklich? Cool. Willst du nicht lieber aussteigen? Das klingt gefährlich. Nö, es ist besser als Bankräuber rumzukutschieren. Ich mach weiter. Außerdem verdiene ich gut. Also langsam freue ich mich um den Wagen an. Der liegt nämlich auf einmal gar nicht mehr so schlecht mit der Tunerei. In den Kurven und überhaupt. Und Kurvenfahren ist ja ganz wichtig. Denn Kurvenfahren macht am meisten Spaß. Spaß bei Autos herumbewegen. Und natürlich pure Leistung nebenbei. Oh, ist auch ein Sprung. Oh, hätte ich ja mal eher sehen können. Ich wollte jetzt bloß auch noch für den einen hinten holen. Meter ging Pipi einfach. War gar nicht so einfach. Wie komme ich da jetzt unten wieder rein? Blöd. Diese komischen Lichter hier. Der hat mir auch nicht verraten, wie ich da unten wieder reinkomme. Wahrscheinlich so, wie ich reingekommen bin. Naja, zu weit weg. Machen wir jetzt das. Ist da links ein Chip? Ja. Durch die Röhre springen. Noch einer. Nein! Scheiße. Echt gut beleuchtete Röhren. Von 100. Oh yeah. Gib Kohle und Rap. Liegt es ja gar nicht zwingend an dem Leistungstuning, sondern einfach an der Feintunerei, dass der Wagen jetzt mehr auf Leichtbau geht. Dass der jetzt so besonders gut um die Kurven kommt. Weil Driftreifen haben wir jetzt nicht draufgepackt. Was ist das? Driftzone. Vorbei. Hat gerade schön Geschwindigkeit drauf, die will ich mitnehmen. Ich glaube, hier können wir nach rechts fahren. Hier habe ich vor, abzubiegen. Dann kommen wir auch da an, wo wir ankommen müssen. Das ist Geheimkurier. Okay. Also, Geheimkurier, Kuriermission. Deine geheimnisvolle Auftraggeberin hat einen weiteren Job für dich. Hol an den GPS-Positionen, die sie dir übermittelt, geheime Überwachungsaufnahmen ab und bring sie zu ihrer Kontaktperson. Gut. Wagen wechseln können wir bestimmt nicht, ne? Ist ja eine Jazz-Mission und sie hat ja bloß diesen einen. Audi S5 Sportback. 452 PS hat sich erst gar nicht so angefühlt. Haben wir die erst seit neuestem? Nee, oder? Na gut, dann machen wir das mal in der nächsten Folge und bis dahin, macht's gut und tschüss.